Wie würdest du das schneiden? Soll ich jetzt ein Intro machen und dann machst du quasi. Lassen wir das. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und wie ihr es hört, wir sind schon wieder auf der Rennstrecke. Gerade gestern noch die Supermoto umgebaut. Die haben wir auch dabei. Damit fährt Leon, der ist hinter der Kamera. Sag mal hallo. Hallo. Du machst ein paar Aufnahmen heute von mir neben der Strecke. Du schneidest auch das Video, ne? Das heißt, Leon übernimmt heute den Schnitt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich verlinke mal sein Instagram in der Beschreibung. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und wir sind wieder mit der Gigster am Start. Ich bin richtig hyped. Und vor allem mit der neuen Kombi. Ich finde, es sieht so geil aus, diese Ratte hier drauf. Jetzt natürlich hier mit Hafenjäger-Sticker, weil ich immer bei Team Hafenjäger Renntrainings fahre. Und ihr hört, die Leute fahren schon ein bisschen. Wir legen auch gleich los und fahren ein paar Runden. Ich bin heiß. Richtig geil. Und Mattis hat ja seine neue Aprilia. Nee, ich bin ja voll dumm. Mattis ist ja mit seiner neuen Fireblade da und ich bin mal gespannt, wie die live aussieht. Sein Video war schon richtig heftig. Muss mal bei ihm in die Box gehen. Oh, ziehen. Oh, was geht ab? Mattis ist am Start. Deine neue Fireblade sieht richtig fett aus. Danke. Gefällt mir richtig. Das Design vor allem rot, gold und so weiter. Aber es hat viel Gold. Was hast du da jetzt alles so dran gebaut, gemacht? Also eigentlich gar nicht so viel. Es schaut viel aus, aber für einen Rennstreckeneinsatz eigentlich gar nicht so viel. Fußrast natürlich für unsere Größe sehr wichtig. Wir haben jetzt noch einen anderen Lenker drauf gemacht, andere Bremspumpe. Von Magura die HC3, so ein bisschen Klimbims und natürlich die Folierung. Ich glaube, das macht am meisten aus. Absolut. Sieht richtig fett aus. Beziehungsweise auch die Rennverkleidung von Fima. Hier die Aero-Komplettanlage hat leider schon eine Beule bekommen, weil ich da mit jemandem zusammengerumpelt bin. Ist aber sonst nichts passiert. Und ansonsten ist es gar nicht so viel. Wir sind ja erst einmal zusammengefahren in Almeria, ne? Ja. Jetzt endlich mal richtig hier zusammenfahren. Jetzt wird gebettelt. Jetzt aber wird geheizt, ich hab Bock. Ich glaube, er hat schon, also Sören fährt jetzt schon ziemlich schnell und würde ja schon fast sagen, so ein kleines Wunderkind. Also er hat echt einen riesen Sprung gemacht. Also was ich da jetzt schon an Zeiten gesehen habe. Hut ab, wirklich, macht er wirklich gut. Danke für die Blumen. Aber das Wichtigste ist ja Spaß dabei, ne? Und zusammen, lass ein bisschen Spaß haben jetzt. Wir fahren ein bisschen, eine kleine Runde, mach ein bisschen mal heizen. Perfekt. Let's go. Smith!
Ich habe mir jetzt ein ordentliches Battle geliefert mit Mattis. Das hat auf jeden Fall sau Spaß gemacht. Ich finde es immer geil, wenn man sich gegenseitig anspornt, ein bisschen überholt und so weiter. Das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und wie ihr seht, ich bin jetzt schon wieder im Schlabberlook hier unten. Das ist auf der Rennstrecke einfach Muss. Schön Socken und Adiletten. Das ist richtig geil. Ja, der Renntag ist vorbei, beziehungsweise die ersten zwei. Und morgen geht es dann richtig los. Morgen kommt ein kleines Rennen. Wir versperren hier ein bisschen den Weg. Die ist nice, das könnte ich jetzt auch essen. Wir haben hier 25, 26 Grad, Top-Bedingungen. Morgen kommt ein Rennen, darauf könnt ihr euch freuen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Leon hat einen richtig geilen Schnitt gemacht, bin ich mir sicher. Schaut bei dem Jungen vorbei. Und ja, wie gesagt, morgen noch ein zweites Video, dann von einem Rennen. Ich bin gespannt. Und dann sehen wir noch die German Moto Masters. Das heißt, auf Instagram auch vorbeichecken, hier ist der Link. Und wenn euch das Video gefallen hat, wäre Däumchen wie immer ein Träumchen. Sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, peace und haut rein, ihr Landratten.